Heute gibt's was für die Naschkatzen unter euch. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Kübelgärtner. Heute mit einem etwas verspäteten Video. Ja, ich hatte die Woche leider keine Zeit. Ich musste ein paar Mal mit Paul zum Tierarzt. Paul geht soweit gut. Als allererstes erzähle ich euch erstmal, was ihr an Zutaten und Equipment benötigt. Ihr benötigt einen Topf, 125 ml Saft. Je nach Belieben könnt ihr auch Apfelsaft nehmen, Multivitamin, Orangensaft etc. 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 Eine Pipette. Formen. Ich habe hier einmal Herzchenform und einmal Gummibärchenform. 8 Blätter Gelatine. Je einen Teelöffel Zucker, Zitronensaft und Chilipulver. Und nun zur Zubereitung. Wir geben unseren Saft in den Topf. Und nehmen unsere Gelatine, geben die hinein, drücken etwas runter, damit der Saft überall rankommt. Im nächsten Schritt lasst ihr das Ganze ca. 5 bis 10 Minuten stehen. Machen wir jetzt auch. Danach sehen wir uns in unserem Allerheiligten wieder. Wir gehen dann in die Küche. So, willkommen zurück in unserer Küche. Die Gelatine und der Saft haben jetzt 10 Minuten gestanden. Im nächsten Schritt geben wir den Zitronensaft hinzu. Und erwärmen das Ganze. Ganz wichtig ist dabei, es darf nicht kochen. Nachdem sich die Gelatine aufgelöst hat, geben wir den Zucker und das Chilipulver hinzu. Das Ganze rühren wir so lange, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Im nächsten Schritt nehmen wir unsere Pipette und befüllen unsere Form mit der Flüssigkeit. So, ihr Lieben, die Förmchen sind befüllt. Das Ganze kommt jetzt für ca. 90 Minuten in den Kühlschrank. Bis dahin. Das Warten hat ein Ende. Die Gummibärchen sind jetzt mittlerweile fest. Dann holen wir die mal aus den Formen. Da die Gummibärchen nicht gewachsen sind wie das Original, tue ich die in einen Tipperbeutel mit Speisestärke, damit die nicht aneinander kleben bleiben. Dann nehmen wir mal unsere Gummibärchen aus den Formen. Und tun die in den Tipperbeutel. Im nächsten Schritt schütten wir die Gummibärchen mit der Speisestärke einmal ordentlich durch. Die Gummibärchen habe ich in ein Bonbonglas gegeben. Habe selbstverständlich auch einige probiert. Ist zwar nicht ganz wie das Original, aber kommt denen sehr, sehr nahe. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag, einen guten Start in die neue Arbeitswoche.
Bis dahin, der Kübel gerne.